Heute sind wir in Chiang Mai. Ein asiatisches Märchen im Norden Thailands. Am Rande des Dschungels liegt Chiang Mai. Die Stadt entzückt mit ihrer traditionellen Art. Wir zeigen dir elefantastisch magische 5 Minuten. Sawaddee Krab oder einfach Hallo Chiang Mai. Viele Tempel prägen hier das Stadtbild. Die sehenswertesten sind alle zu Fuß erreichbar. Wat Chiang Man ist mit über 700 Jahren der älteste Tempel von Chiang Mai. Wir zeigen dir nur eine kleine Auswahl an Tempeln. Dabei hat jeder eine besondere Geschichte. Nimm dir Zeit, um Details entdecken zu können. Buddhismus ist eine Erfahrungsreligion. Ziel ist die Entfaltung des eigenen Geistes. Demnach trägt jeder die Erleuchtung bereits in sich. "290 Stufen führen den Berg hinauf, aber der Ausblick ist es wert." In Tempelanlagen läuft man übrigens ohne Schuhe. Die vergoldete Kedi auf Doi Sotep ist ein Besuch wert. Die Fahrt hierhin dauert eine halbe Stunde. Beim Glockenläuten werden deine Wünsche in den Himmel geleitet. Und hinter dem Tempel gibt es diese tolle Aussicht. Wir sind jetzt im Doi Intanon Nationalpark. Das ist einer der schönsten im Norden Thailands. Wir empfehlen eine organisierte Tagestour, die du vor Ort buchen kannst. Das spart Geld und Zeit. Der Besuch von traditionellen Dörfern gehört dazu. Die Natur ist außergewöhnlich schön. Ein Marsch durch den Dschungel führt dich zum höchsten Punkt Thailands. In Bo Sang gibt es ganz viele Handwerksläden und mit dem Fahrrad ist man schon in 40 Minuten da. Ein schönes handgemachtes Souvenir und das zum kleinen Preis. Jetzt freuen wir uns auf das Highlight unserer Tour und wir sind bestens vorbereitet. Ein Ritt auf dem Elefanten ist echt aufregend. Mehr dazu in unserem The Travelers Extra Video. Die Schmetterlings- und Orchideenfarben sind typisch für die Region. Wir sind jetzt in einem typischen Longneck Village. Die Menschen kommen ursprünglich aus Myanmar. Den ersten Halsschmuck bekommen die Mädchen hier schon mit 5 Jahren. Ja. Jedes Jahr im November wird Chiang Mai hell erleuchtet. Beim Lichterfest steigen tausende Laternen in den Himmel und leuchtende Blumenkränze werden zu Wasser gelassen. Auch hierzu haben wir ein The Travelers Extra Video.
Bye bye from Chiang Mai. Wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, abonniere uns auf YouTube und like uns auf Facebook.